So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und natürlich erstmal nochmal Dank an alle Kommentare, alle Likes etc. pp. Vergesst nicht auch dieses Video zu liken, würde mich natürlich supporten. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir schon rein. Ich habe schon reingeguckt. Der Luca wird sich nicht freuen, denn da ist ein Skin drin, der ziemlich selten ist, den er hatte. Und wir wussten nicht, wie lange er nicht im Shop war, aber wir gucken gleich mal. Dann haben wir einen komplett neuen Skin drin, der Uga. Ganz ehrlich, der Skin ist nice. Also, der ist spielbar. Ist zwar ziemlich breit, aber ist auf jeden Fall gut gemacht. Um Gottes Willen. Und ich glaube, der wurde auch nicht wirklich geleakt. Weil den sehe ich so wirklich das allererste Mal. Das Problem ist aber auch, ganz ehrlich, ich will gar keine Leaks haben. Ich will eigentlich den Shop aufmachen und denken, wow. Und ich so, ach ja gut, das ist der Skin. So, was haben wir noch drin? Fisch am Spieß. Ja gut, ist halt... Ja. Problem ist mit einer so Stangenwaffe, das sieht immer komisch aus, wenn damit gepickaxed wird. Und dann haben wir die Mech-Anführer wieder zurück, auch mit dem Emote. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Also ich sage ganz ehrlich, der Mech-Anführer ist irgendwie überhaupt nicht mein Skin. Den siehst du auch so gut wie gar nicht in den Solo oder Runden oder so. Dann einmal die Mecher-Team-Tarnung. Dann haben wir Team Mech. Und natürlich Team Monster. Schreibt mal in die Kommentare, Team Monster oder Team Mech? Also ich behaupte jetzt schon, dass hauptsächlich Team Monster gewinnt. Dann haben wir den Echo Skin wieder zurück. Ah, das ist okay, der Skin, aber ja, ist schon nice. Nice ist er schon. Gerade weil halt einfach OG mit in dem Skin drin steckt. Einfach diese alten Map-Teile und hast du nicht gesehen, ist schon nice. Gutes Rückenaccessoire, ihr wisst ja, ich mag diese Kugeln nicht, die aufgeklebt sind. Und das wirkt einfach zu gigantisch da hinten drauf. So, dann haben wir Geisel des Verzehrers. Verzehrers. Voll. Guck mal, wo er mir die Pickaxe hinschiebt. Ganz nach oben rechts. Und dann haben wir den Farbenwirbelbomber. Ah ja. Auch in verschiedenen Varianten. Ach ja, stimmt, da gibt es ja die helle Variante und die dunkle. Voll. Die Variante. Also okay, für mich, ohne Quatsch, ihr werdet wahrscheinlich das anders sehen, aber für mich ist es einfach der dunkle Farbenbomber, fertig. Also die zwei Skins geben sich, glaube ich, da nicht viel. Und dann haben wir noch die Pickaxe dabei, für 1-2. Ah, ist okay, aber also meins ist es nicht. So, wie gesagt, das gibt es auch als komplettes Paket. Wenn ihr euch also die Pickaxe holen wollt, holt euch den Skin direkt mit für 1-9. Und da ist der Skin, lieber Luca. 400 Tage war er nicht im Shop. Jetzt ist er wieder drin. Ich bin mal gespannt, ob morgen die männliche Variante reinkommt. Weil die ist ja noch seltener. Also, der Skin ist OG. Und dann haben wir noch die Schlürftarnung. Beziehungsweise, was heißt OG? Im Prinzip müsste es eigentlich eine neue Bezeichnung geben. Weil OG ist inzwischen gefühlt alles. Dann haben wir einmal die rote Tarnung und ihr wisst ja, Copyright, Gangnam Style und der Hüftschwung. Wie oft habe ich diesen Tanz schon gemacht? Ich glaube, das ist das Emote, was ich am meisten gemacht habe. So, und Schneeschlag ist wieder zurück. Auch ein schönes Skin, wie ich finde. Der ist auf jeden Fall nice. Aber weiße Skins sind halt immer, man sieht sie halt weit. Außer man ist im Schneegebiet unterwegs. So, dann haben wir natürlich das Basketball-Paket komplett drin. Auch noch immer mit dem Emote. Dann das Beast Boy-Paket auch noch drin. Die ganze Batman-Geschichte ebenfalls noch da. Ritter der runden Tafel noch da.
Doppelagentenpaket, Pickaxe und wie immer unser ständiger Begleiter, letzter Lacherpaket. Dann gibt es noch V-Bucks in Rette die Welt heute. Natürlich die 50 V-Bucks nur dafür, dass ihr eine Tagesaufgabe macht. Aber es gibt noch eine Aufgabe und zwar bei Stufe 28. Und zwar gibt es da nochmal 30 V-Bucks. Also gibt es heute insgesamt 80 V-Bucks in Rette die Welt. Und damit würde ich sagen, euch viel Spaß noch und man sieht sich und haut rein.